Wenn man Neukunden will, dann braucht man bezahlte Werbung. Warum das nicht immer das Richtige ist, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar, dafür müssen wir uns erstmal im Klaren sein, was ist bezahlte Werbung? Bezahlte Werbung ist nichts anderes, als dass du deine Message, dein Produkt oder was immer ihr auch anbietet, vor mehr Leute kriegt. Also mehr Eyeballs, wie es im Englischen so schön heißt, sehen euch. Das heißt, es ist eine Methode, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dasselbe wäre jetzt, wenn du einen Flyer ausdruckst, ist im Endeffekt auch eine Methode, oder du schickst ganz viele E-Mails raus, oder du rufst Personen an. Im Endeffekt ist es immer nur ein Tool, ein Werkzeug, um mehr Aufmerksamkeit auf dich zu kriegen, auf die Website oder auf euer Angebot. Das Wichtige, bezahlte Werbung ist dabei nicht dieses magische Wunder, wo du einfach Geld reinwirfst und mehr dabei rauskommt, wenn du nicht die Kriterien dafür erfüllst, um wirklich erfolgreich bezahlte Werbung zu schalten. Weil am Ende musst du dir das so vorstellen, wenn die Message, die ihr damit verbreiten wollt, nicht ankommt, nicht optimiert ist, nicht die richtigen Kunden anzieht, dann bringt es dir auch nichts, da wirklich mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Konkretes Beispiel. Gehen wir mal davon aus, ihr bietet Bodyleasing an, ihr seid in der Zeit gegen Geldfalle und schaltet jetzt darauf bezahlte Werbung. Dann darf man sich jetzt nicht wundern, wenn ihr nur dafür Kunden kriegt, obwohl ihr eigentlich der Zeit gegen Geldfalle entkommen wollt. Was ganz häufig im Softwarebereich ist, dass das Angebot noch gar nicht mal optimiert ist, weil auch da muss man aufpassen. Was ist jetzt, wenn diese Nachricht, dieses Portfolio, dieses Angebot einfach nicht im Markt ankommt? Zum Beispiel, wenn man jetzt hergehen würde, bezahlte Werbung auf, wir machen individuelle Softwareentwicklung schalten, dann würde das nicht so gut funktionieren. Warum nicht? Weil du damit extrem vergleichbar bist. Dann lohnt es sich auch nicht, mehr Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Klar, der eine oder andere wird sich vielleicht verirren, aber die Wahrscheinlichkeit und die Kosten, die dadurch entstehen, stehen in keinem Verhältnis, wenn man es wirklich richtig angehen muss. Deshalb, solange ihr noch nicht in der Lage seid, euer Angebot richtig und in einem Satz zu erklären, dass es die richtigen Kunden anzieht und die falschen abstößt, dann ist bezahlte Werbung auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Ihr müsst euch im Klaren sein, dass eure Message bei den richtigen Leuten ankommt, die richtigen anzieht und auch das Geschäftsmodell nach vorne bringt oder auch die Dienstleistung nach vorne bringt, die ihr auch langfristig umsetzen könnt und die euch es auch erlaubt zu skalieren. Deshalb, wenn du herausfinden willst, wie genau das Angebot ausschauen muss, ob ihr vielleicht schon bereit seid für bezahlte Werbung, dann findest du unterhalb des Videos einen kurzen Link, wo du dich eintragen kannst zu einer kostenfreien Analyse, wo wir uns genau anschauen, was ist jetzt der nächste Schritt? Ist es die Positionierung? Ist es die Schärfung eures Angebots? Ist es vielleicht sogar schon bezahlte Werbung? Die Antworten kriegst du alle in dem Gespräch unverbindlich und kostenlos. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dein Software-Georg.